ein schneller Fahndungserfolg. Damit hofft die Polizei von Neu-Delhi, die Gemüter wieder beruhigen zu können. Dabei konnte der Mann nur deshalb schon gefasst werden, weil das Opfer äußerst geistesgegenwärtig war. Nachdem der mutmaßliche Täter, ein Taxifahrer, die Frau aus dem Wagen geworfen hatte, fotografierte sie Auto und Nummernschild. So kam die Polizei dem 32-Jährigen auf die Spur. Zuvor hatten Dutzende Demonstranten der Polizei von Neu-Delhi Beine gemacht. Schande, Schande, riefen sie. Die Behörden hätten erneut versagt, denn nirgendwo in Indien gibt es so viele sexuelle Übergriffe wie in der Hauptstadt. Die Verschärfung des Sexualstrafrechts vor anderthalb Jahren habe kaum etwas gebracht. Schon wieder eine Vergewaltigung. Es wird mit jedem Jahr schlimmer. Ich protestiere gegen den Staat, der nicht sehen will, dass diese Dinge nur passieren, weil er nicht die geeigneten Maßnahmen ergreift. In der Kritik steht nun aber auch der Taxivermittlungsdienst Uber, für den der Mann arbeitete. Er habe weder kontrolliert, ob der mutmaßliche Täter sein Auto per GPS orten lasse, noch ob er einschlägig vorbestraft sei. Offenbar war er schon einmal wegen einer Vergewaltigung angeklagt, aber nicht verurteilt worden. Die Stadtverwaltung von Neu-Delhi hat nun schnell reagiert und Uber verboten.